Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema der einseitigen ökonomischen Abhängigkeit wurde vom deutschen politischen Mainstream, und damit sind hier ausdrücklich alle angesprochen, nicht nur jahrzehntelang vernachlässigt. Jeder, der es angesprochen hat, wurde jeder regelrecht angefeindet. Ein besonders eindrückliches Beispiel für diese altparteienübergreifende, ja dümmliche Arroganz lieferte unser ehemaliger Außenminister Heiko Maas, von der SPD, Herr Stinker übrigens, im Rahmen der UN-Vollversammlung 2018. Als er den US-Präsident auslachte, weil dieser vor der deutschen Abhängigkeit von russischem Gas warnte. 2018, das ist jetzt 4 Jahre her, meine Damen und Herren. Zum Glück vergisst das Internet ja nicht. Jeder, der möchte, kann sich diesen traurigen Tiefpunkt der an Tiefpunkten ja nicht armen Ära Merkel noch einmal anschauen. Nicht weniger naiv ist seit Jahrzehnten der Umgang mit China. Und China ist im Vergleich mit Russland ökonomisch und geopolitisch die weit größere Herausforderung. Aber das stört die Dilettanten der deutschen und jetzt feministischen Außenpolitik ja nicht. Munter treiben sie jetzt auch noch das rohstoffreiche Russland weiter in die Abhängigkeit von China. Und nicht nur das. Was machen die deutschen Regierungsdilettanten seit Jahren? Reihenweise haben die Regierungen seit Schröder und Merkel Schlüsseltechnologien an die Chinesen verscherbelt. Dort baut man heute mit deutscher Technik Hochgeschwindigkeits-Magnetschwebebahnen, während man in Deutschland froh sein muss, wenn überhaupt noch ein Zug kommt. Aber wenigstens gibt es ja den bald zum Ramschpreis. Dort baut man auch modernste Kern- und Kohlekraftwerke, weit mehr als wir hier übrigens abschalten können, während die Deutschen im Staatsfunk Tipps bekommen, wie man mit weniger Körperhygiene und Teelichtöfen Energie sparen kann. Und während wir hier in Deutschland und Europa die modernsten Verbrennungsmotoren der Welt verschmähen und uns stattdessen mit Elektroautos weiter in die Abhängigkeit von China begeben, fördert die chinesische Regierung im eigenen Land eine Autoindustrie mit nichts anderem als mit Verbrennungsmotoren, meine Damen und Herren. Während Sie, meine Damen und Herren von den Grünen und Ihren 3 Vorfeldorganisationen unser Land deindustrialisieren und eine dritte Weltzukunft aus Lastenfahrrädern und Energierationierung führen, macht die chinesische Regierung ökonomisch nichts, aber auch gar nichts, was man ihr vorwerfen könnte. Sie macht alles das, was sie entweder aus politischer Torheit oder Verantwortungslosigkeit nicht machen. Sie zielt gezielt Schlüsseltechnologien im Land an. Sie vertritt die Interessen ihrer Wirtschaft in aller Welt. Sie schafft die Grundlage für einen immer größeren Wohlstand im eigenen Land. Sie macht China-First-Politik. Derweil machen unsere Regierenden Deutschland zuletzt und streuen den Leuten mit irgendwelchen Wasserstoff-Kokolores ein bisschen Sand in die Augen, meine Damen und Herren. Die Rolle, die deutsche Politik und leider auch weite Teile Europas hier spielen, ist nichts anderes als die eines nützlichen Idioten. Während Sie ja überall die Lichter ausmachen und jede Innovation im Keim ersticken und Jahrzehnte brauchen, um mal eine marode Brücke zu sanieren, stampft China ganze Städte aus dem Boden. Und die nützlichen Idioten hierzulande können ja nicht schnell genug das Tafelsilber an China verscherbeln. Wir wissen, meine Damen und Herren, seit Jahren, seit Jahrzehnten, dass intellektuelles Eigentum aus Deutschland schamlos gestohlen wird. Und was machen die deutschen Regierungen dagegen? Nichts. Wir wissen seit Jahrzehnten, dass China zwar unsere Märkte mit allen möglichen Produkten überschwemmt, aber deutsche und europäische Anbieter umgekehrt auf dem eigenen Markt nicht zulässt. Was haben Sie dagegen gemacht? Nichts, meine Damen und Herren. Und jetzt tritt das eben in eine neue Phase. Mittlerweile geht es nicht mehr um Investitionen in China, sondern um Investitionen und Abhängigkeiten hier bei uns im Herzen unserer Volkswirtschaft. Während zum Beispiel die USA oder das Vereinigte Königreich versuchen, zumindest ihre Kommunikationsnetze, kritische Infrastruktur, 5G-Technologie frei von chinesischen Staatskonzernen zu halten, haben die Verantwortlichen in Deutschland mal wieder eines getan, beide Augen zugedrückt. Vermutlich springt für die Profiteure in deutschen Ministerien und Parteien wieder etwas heraus, wie einst auch für Gas-Gerd Schröder. Vielleicht darf Mao Tse-Scholz bald seinen Ruhestand als Aufsichtsrat
von Huawei verbringen. Wir wissen es nicht, meine Damen und Herren. Aber wir wissen eins, unser Land kann es sich nicht mehr länger leisten, von den nützlichen Idioten fremder Mächte regiert zu werden. Wir brauchen ein grundlegendes Umsteuern unter der Überschrift Unser Land zuerst. Und das, meine Damen und Herren, gibt es nur mit der AfD. Vielen Dank.